Ich bin der Flemur Schale von der Firma Focus Strategie GmbH, der Grendelstrasse 19, beziehungsweise Grendel 19, 6410, gebe online Matheunterricht. Wir haben hier drei Personen. Eins, zwei und drei. Und die haben zusammen 148 Franken gespart. Ja. Franken haben sie gespart. Person 1 hat 8 Franken mehr als Person 2 gespart. Also wenn Person 2 x Franken hat, hat Person 1 x plus 8 Franken gespart. Und Person 2 hat doppelt so viel wie Person 3 gespart. Also haben wir da x Zweitel da unten, ja. Wir können das so ausdrücken, wir können aber auch sagen, ja, das hier unten ist unser x. Dann haben wir hier 2x und hier oben 2x plus 8. Das ist beides möglich. Und dann das gleich 148 setzen, die Summe davon, ja. Also wir machen gerade beides und dann sehen wir das auch. Also entweder haben wir jetzt mit x plus 8 gestartet, dann rechnen wir, also das Ersparte von der ersten Person mit dem Ersparte von der zweiten Person plus das Ersparte von der dritten Person. Das ist gleich 148. Dann haben wir 2x plus 8 plus x Zweitel, geht auch durch 148. Minus 8 auf beiden Seiten. So sind wir bei 140 und dann 2x plus x Zweitel. Jetzt rechnen wir mal 2 beide Seiten, auf beiden Seiten. Dann haben wir hier 2 mal 2x plus x Zweitel, gleich 2 mal 140. 4x plus 2 mal x Zweitel, das ist ja 2x über 2, 2 fällt jeweils weg, also bleibt nur noch x übrig. Gleich 280 und das ist dann 5x gleich 280 geteilt durch 5 beide Seiten, das sind wir hier bei 40 und 80 oder 250 280 geteilt durch 5, das ist 250 plus 30 geteilt durch 5 und das ist 50 plus 6, also 56 Franken. Heißt also, dass die zweite Person 56 Franken gespart hat. Ja. Dann hat also die erste Person 8 Franken mehr. Plus 56 plus 8, also 64. Und hier die dritte Person, die hat 28 Franken gespart. Da kann man das zusammenrechnen, stimmt das überhaupt? Ja? 64 plus 56 plus 28. Das können wir kurz machen. 64 plus 56 plus 28. Das ist 148 Franken. Gut, jetzt gehen wir mit der anderen Gleichung das noch genau rechnen. Einfach, dass wir sehen, ja, das kann man auch also auf die andere Seite hinlösen. Das heisst also, da 148 ist gleich 2x plus 8 plus 2x plus x. Ja, und das geht dann. 2x plus 2x ist 4x plus x ist 5x plus 8. Jetzt rechnen wir minus 8 auf beiden Seiten und dann haben wir 140 gleich 5x. Und jetzt? Was macht man jetzt? Jetzt rechnen wir geteilt durch 5 auf beiden Seiten. Ja? Und da teilt sich dann das auf. Dann haben wir 150 gleich 5x. Beide Seiten durch 5 geht 140 geteilt durch 5. Ja? Und jetzt? 140 durch 5, das ist nichts anderes als 100 plus 40 geteilt durch 5. Also 20 plus 8 gleich x und das ist 28.
Und jetzt ist das x etwas anderes. Ja, vorher war es x56, jetzt müssen wir aufpassen. Das ist jetzt... Jetzt ist... Vorher ist das x ist vorher dann das Ersparte von der Person 2 gewesen. Jetzt ist das x das Ersparte von der Person 3. Ja, das stimmt wieder, ja, mit dem vorherigen Brei. Da haben wir 28 und hier auch. Und jetzt gehen wir hier nach oben, dann haben wir hier oben 56, ja. 2 mal 28 ist 56 und hier oben haben wir 64. Gut.